Ihr werdet nun gleich einen Ausschnitt sehen, wie Mediziner und Statistiker versuchen, gemeinsam zu forschen. Die Mediziner haben viele interessante Ideen und noch viel mehr Daten, brauchen aber andererseits die Statistiker, um diese Daten auszuwerten. Ob diese Zusammenarbeit immer so einfach ist, ihr werdet es sehen. Ja, mein Forschungsgebiet ist Arthrose, eine degenerative Gelenkserkrankung, und ich beschäftige mich mit dem Schmerzempfinden von Patientinnen und Patienten. Dazu muss man jedem Patienten und jeder Patientin einen gewissen Radiographic Status zuordnen, und genau da schauen wir uns halt das Knie genauer an. Muss man wissen, Knie besteht aus Femur, Tibia, Patella, Fibula, weiters kommen noch Patellofemalgelenk, Femotibialgelenk hinzu. Die beiden Compartments medialateral sollte man natürlich auch berücksichtigen. Ja, das sind so die Basics, die man wissen sollte. Basierend auf dem misst man dann noch auf Röntgen, MRT, CT, medial und lateral, Joint Space Measuring, kurz GSM, sowie den Kangaroo-Lawrence-Grade, kurz KLG. Und mit dem können wir dann den Radiographic dem Patienten zuordnen. Und dann macht man ein paar Schmerztests, und somit ergibt sich der WOMAC Pain Score, und wir haben auch den Schmerz eingehoben. Und das geht es in meiner Forschung. Oh. Also, jetzt erkläre ich mal was. Ein Probabilistic Index Model, das ist ein multiples Regressionsmodell, das es erlaubt, die Assoziationen zwischen ordinalen Outcomes und beliebigen erklärten Variablen zu studieren. Definiert ist der Probabilistic Index wie folgt: seien x i erklärende Variablen und y i diese ordinalen Outcomes, diese seien aber wiederum in Zufallsvektoren zusammengefasst, diese wiederum seien eine Folge von unabhängig identisch verteilten Zufallsvektoren, nicht notwendigerweise aus einer parametrischen stetigen Verteilungsfamilie. So, und unter diesen Voraussetzungen ist der Probabilistic Index nun die bedingte Wahrscheinlichkeit von y i kleiner y j gegeben x i und x j. Ja, Statistiker, Mathematiker, dieses Verhalten ist pathologisch. Ein Fall für die Psychiatrie, straightforward in die geschlossene und fertig. Diese Mediziner, Götter in Weiß. Wenn man denen zuhört, da glaubt man ja gleich, man liegt im Sterben. Na gut, dann versuche ich mich ein bisschen verständlicher auszudrücken. Arthrose ist eine degenerative Gelenkserkrankung, die sich progressiv, das heißt fortschreitend, entwickelt. Wer einmal an Arthrose erkrankt ist, mehr oder minder hat Pech gehabt, muss sich ein Leben lang mit den Beschwerden arrangieren. So, ganz einfach, mal ein Oberschenkelknochen und ein Unterschenkelknochen, dazwischen ist ein Gelenksknorpel. Bei Arthrose beginnt sich der abzubauen. Und natürlich muss der Druck im Knie ausgeglichen werden, jetzt bilden sich nur so Osteophyten. Das sind knöcherne Ausläufer. Ja, und basierend auf diesen ganzen Beobachtungen, die wir von Röntgenaufnahmen ablesen können, weisen wir dem Patienten einen Röntgenstatus zu und erheben gesondert noch den Schmerzempfinden. Und dann schauen wir, wie hängt Röntgenstatus, BMI, Alter, Geschlecht und das Ganze vom Schmerz ab. Ach so, das ist also eine ordinale Zielgröße, dieser Schmerz. Weil das ist eine Größe, da kann man die Werte in eine bestimmte Ordnung bringen. Zum Beispiel, wenn eine Person bei einem Schmerztest 8 Punkte hat, ist das auch immer besser, als wenn sie 15 Punkte hätte. Ja. Aha, naja, und genau dafür sind aber die Probabilistic Index Models gemacht. Und man kann natürlich da auch noch, Definition, weiß nicht, ob das so passt jetzt. Nein. Aber du hast doch gesagt, Röntgenstatus und Schmerz, da gibt es irgendeinen Zusammenhang. Ja. Wie war das nochmal? Naja, der Röntgenstatus, immer gut Patientenakten dabei zu haben. Oberschenkelknochen, Unterschenkelknochen. Dazwischen ist der Gelenksknorpel. So. In einem gesunden Knie hat dieser Gelenksknorpel eine Art Pufferfunktion, kann man sich vorstellen wie der Stoßdämpfer von einem Auto. Was passiert bei Arthrose? Naja, dieser Gelenksknorpel baut sich ab und verschwindet. Naja, der verschwindet aber auch nicht genau genommen irgendwohin. Diese Abbauprodukte, die landen sozusagen im Gelenkspalt, schwirren da herum, erzeugen Entzündungen und natürlich beginnt das Ganze zu schmerzen.
So, im schlimmsten Fall baut sich der Gelenksknorpel komplett ab. Naja, jetzt muss dieser Knochen das irgendwie kompensieren, diesen ganzen Druck, der der Oberschenkelknochen ausdrückt. Und was passiert? Es bilden sich so knöcherne Randwulste und das tut richtig weh. Und im schlimmsten Fall haben wir Knochen an Knochen, man kann sich nicht mehr bewegen. Aha. Ah, so ist das also. Ah, und diese Abnützungen, die sehen Sie natürlich auf diesen Röntgenbildern. Und genau das ist dann der Röntgenstatus. Man kann die Patienten in unterschiedliche Gruppen einteilen. Und dann kann ich mit meinen Probabilistic Index Models zum Beispiel sagen, ein Patient mit einem bestimmten Röntgenstatus tendiert er vielleicht zu höheren, zu mehr Schmerzen, als ein anderer Patient mit einem anderen Röntgenstatus. Ja, und zusätzlich kann ich dann noch den Einfluss von Variablen wie Body Mass Index und Ähnlichem berücksichtigen. Genau. Ja, Sie haben also gesehen, eine gemeinsame Sprache zu finden ist nicht immer so einfach und man muss versuchen, sich in die Köpfe des anderen hineinzudenken. Naja, wenn das aber gelingt, können Statistiker und Mediziner gemeinsam wichtige und spannende Fragen beantworten. Arthrose ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen und eine Hauptursache für Bewegungseinschränkungen bei Erwachsenen. Um Arthrose genauer zu verstehen und Schmerz, müssen Statistiker und Mediziner ganz eng zusammenarbeiten. Und wenn das auch noch gelingt, dann schreibt man zum Beispiel einen gemeinsamen Artikel für eine Fachzeitschrift, reicht den ein und schickt den an Gutachter. Welche Rückmeldung die Gutachter geben und ob der Artikel dann schlussendlich zur Publikation empfohlen wird, das bleibt eine Überraschung.